إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار. Liebe Geschwister im Islam, wir leben in einer Zeit, wo jede Anstrengung genutzt wird, um die Menschen vom wahren Weg Allahs wegzubringen. Wo jede Anstrengung genutzt wird, wo jedes Feld benutzt wird, um die Menschen in die Hölle zu führen. Wie? Indem man sie von dem wahren Weg wegbringt. Und was ist die Methode dafür? Das ist das, was Allah im Koran sagt. يُرِدُونَ لِيُطْفِرُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Sie wollen das Licht Allahs mit ihrer Zunge auslöschen, mit ihren Mündern auslöschen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht voll zur Geltung bringen, auch wenn es die Kuffar hassen. Auch wenn es die Kuffar hassen. Ein Angriff, der hier insbesondere immer wieder gestartet wird, ist, indem man versucht, den Menschen Zweifel am Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu bringen. Indem man versucht, Lügen über ihn zu erzählen. Indem man versucht, seine Botschaft ein schlechtes Licht zu stellen. Indem man mit Shubuhat kommt. Aber sie können sich so viel anstrengen, wie sie wollen. Denn wer versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen? Er ist wie jemand, der die Sonne anspucken will. Er will die Sonne anspucken und die Spucke kommt zurück genau in sein Gesicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn schon im Koran gelobt und sagt über ihn: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Er sagt, und du hast wahrlich gewaltige Charaktereigenschaften. Und er sagt, und im Gesandten Allahs, das heißt im Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habt ihr schon ein gewaltiges Beispiel. Nur wie müssen wir Muslime uns verhalten? Dinge erzählt werden über den Propheten Muhammad. Was müssen wir tun? Müssen wir durch die Straße gehen, Scheiben einschmeißen? Das ist die falsche Methode. Denn das ist genau das, was diese Leute wollen. Die wollen sagen, hier, guck mal. Al-Muslimu, schuf al-Muslimin. Schuf, yanfa'ilun. Guck dir die Muslime an, wie sie sich aufregen, was sie machen, was es für Barbaren sind. Falahun. So wollen sie über die Muslime reden. Das wollen sie gerne sehen. Was brauchen wir, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen? Wir müssen ihn verteidigen mit Hujja wa Burhan, mit Beweisen und guter Argumentation. Warum verteidigen wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Als erstes, wir verteidigen ihn, weil wir ihn lieben. Wir verteidigen, weil wir ihn lieben. Und weil wir Allah subhanahu wa ta'ala an erster Stelle lieben. Was ist der Beweis, dass wir ihn lieben müssen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ganz klar, لَا يُؤْمِنُ وَحَدَكُمْ حَتَّ أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Keiner von euch glaubt,
bis er mich nicht mehr liebt als seinen Vater und seine Mutter und alle Menschen. Das ist ein Grund. Aber wir müssen wissen, der Prophet Muhammad s.a.w. braucht unsere Verteidigung nicht. Braucht unsere Verteidigung überhaupt nicht. Sondern wir machen dies auch für die Menschen, um den Weg für sie klar zu machen. Um den Weg für sie klar zu machen. Denn diese Menschen sind diejenigen, die den Verlust haben, wenn sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht folgen. Denn der Prophet Muhammad sagt ganz klar und deutlich in einem Hadith, der in Sahih Muslim steht: وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ لَا يَهُودِ وَلَا نَصْرَانِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِلَذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Keiner von dieser Umma, kein Jude, kein Christ, hört von mir und glaubt dann nicht an das, womit ich gesandt wurde, außer dass es zu wem gehört? Zu den Gefährten des Feuers. Hölle. Das ist die Botschaft, ganz klar. Und diesen Vers, den wir im Koran sehen, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ja, die Juden und die Christen und Serbier und so weiter, die glauben und gute Werke tun, sie werden am jüngsten Tag ihren Lohn haben, werden nicht traurig sein, keine Angst haben. Worauf bezieht sich dieser Vers? Dieser Vers, weil viele Leute haben mir schon gehört, Salman al-Farisi, der von seinen Ruhban zum Prophet Muhammad s.a.w. geschickt worden ist. Ja, es gab Leute, die ihm berichtet haben. في هذا الزمان سيبعث آخر النبي خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. Die haben zu ihm gesagt, jetzt, der letzte Prophet wird kommen. Und er ist dorthin gegangen. Dann kam der Vers, dann haben sie den Propheten صلى الله عليه وسلم gefragt, was ist mit diesen Leuten? Und dann hat der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt, من كان على دين عيسى فهو الخير. Wer auf der Religion von عيسى war, dem geht's gut, wo alle Islam. Denn die Religion von Isa ist was? Islam. Isa hat nicht gesagt, Ubuduni. Isa hat gesagt, Ubudullah, Rabbi wa Rabbakum. Dient Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Das heißt, denen geht's gut. وَمَنْ سَمِعْ بِيَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِلَذِي أُسِلْتُ بِهِ فَقَدْ حَلَقْ. Und wer von mir heute hört und dann nicht daran glaubt, der ist schon vernichtet. Das ist die Botschaft ganz klar. للإخوة من مصر وليبيا أظنه الأخ طلب مني أن أترجم بعض الجمل وبعض العبارات باللغة العربية إن شاء الله ولقد ترجمت شيئا ولكن أنا قلت يعني بالاختصار قلت للناس الآن الناس خصوصا في أوروبا وفي كل مكان يريدون أن يشككوا في الإسلام لأنهم يريدون أن يدللوا الناس وهذا يقول الله تعالى في القرآن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وما هو الواجب علينا الآن ما هو الواجب علينا الآن نحن نريد أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما هو الطريق حتى ندافع عنه ما هو الطريق هل الطريق إذا خرجنا من هنا ونكسر الأشياء وندمر البيوت لا هذا ليس الطريق بل لابد أن نتصلح بالحجة والبرهان لابد أن نبين للناس يعني حقيقة هذا الدين وهذا كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته كشف الشبهات قال فإذا عرفت أن طريق إلى الله لابد من عداء قائدين عليه فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يسير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لعقدن لهم صراطك مستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إذا أقبلت إلى الله وأصغيت إلى حجته وبينات فلا تخف ولا تحزن لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يأتي صاحب الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لذلك نابد أن نتصلح ولابد أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نحب حبا جما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا، وأنا ذكرت هذا، عن الذين لا يسلمون بعد الحجة، بعد إقامة الحجة، أنهم خالدون في النار. نحن نعرف هذا، وأنا ذكرت هذه الآيات وأحاديث من قبل أيضا وترجمتها باللغة الألمانية، لذلك أنا أحتسب أنكم فهمتم ذلك والحمد لله. وكيف الآن؟ وهناك الآن شبهة كبيرة، وهذه في زواج نبي، وهذا في زواج نبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت صغيرة بسنها، هي كانت صغيرة. وكيف نتحجج الآن؟ Ich sage, und es gibt einen speziellen Angriff, aber was nasit bushayn bi lughat al arabiyya, wa idha dafa'na 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, la bud an na'rifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa afdalul khalq, wa huwa la yahtaju ila difa', bal nahnu nuridu an nubayyin lin-nasi al-haqq, li'anna man la yu'minu لأن من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فهو خالد في النار. ونحن نريد أن ننجو بإذن الله هؤلاء ضلال، هؤلاء كفار من النار، لأن عندنا رحمة كما وصف الله نبيه الكريم في القرآن لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه رسالة رحمة، ولا بد أن نتصف أيضا برحمة للناس. لا بد، شوف، إذا رأيت جارك مثلا في عملك، يعني صاحبك، لا بد أن تتكلم معه عن الدين، ولا بد أن تبين له ما هو الحق حتى لا يدخل النار هذا الشخص. Ich habe doch gesagt, was sehr wichtig ist, eine besondere Sache, die heutzutage immer wieder angegriffen wird, ist die Heirat des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit wem? Mit Aisha radiallahu anha. Und dass sie ein sehr junges Alter in dieser Zeit hatte. Dass Aisha radiallahu anha ein sehr junges Alter hatte, als sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Und hier müssen wir die richtigen Argumente haben. Wie argumentieren wir? Und ich gebe euch ein Beispiel. Als erstes muss ich erwähnen, es gibt in dieser Sache einen Ikhtilaf, eine Meinungsverschiedenheit. Es gibt manche Leute, die behaupten, er hätte Aisha geheiratet und Aisha wäre 18 gewesen. Und manche behaupten, sie wäre 9 gewesen. Ja? Aber wenn wir uns die Beweise anschauen, wir brauchen nicht schön zu reden, wir schämen uns nicht für unseren Propheten, sondern die Sache ist ganz klar. Wir haben Berichte aus Tarikh, und die Berichte aus Tarikh, die sind sehr oft schwach. Und wir haben einen Bericht in Sahih al-Bukhari, der ganz klar sagt, dass sie 9 Jahre alt war. Also warum versuchen wir die Sache zu verdrehen? Das heißt, dieser Ikhtilaf, es gibt Ikhtilaf mu'tabar, betrachtenswerte Ikhtilaf, und es gibt Ikhtilaf ghayr mu'tabar, und es gibt Ikhtilaf, der nicht betrachtenswert ist. Und wir gehen mit den Überlieferungen, die betrachtenswert sind. Kultu, هناك اختلاف في عمرها. بعض الناس يزعمون أنها كانت في عمرها 18 من عمرها. أنها كانت في 18 من عمرها. والآخرون يقولون أنها كانت في 9 من عمرها. ولكن الحق، يعني من يزعم أنها كانت 18 سنة، هذا خطأ، لأن هذا، يعني هم يستدلون هذا بأخبار في التاريخ، والأخبار في التاريخ ضعيفة دائم، يعني دائما ضعيفة. بل هناك يعني خبر في كتاب صحيح البخاري، وفي هذا الكتاب يقول هي كانت في 9 من عمرها، ونحن نقبل هذا ولا نستحي
نستحي من النبي لا نستحي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بأن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق. ما دام يعني يقرأ هذا الكفار ويحاجمون علينا، نحن نقول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق والأفضل شيء. خلاص. Aber jetzt ist die Frage, wenn wir sagen, der Prophet Sassam hat das gemacht. Heutzutage haben wir in Deutschland dann ein großes Problem. Da kommen Leute, wie? 9 Jahre? Das ist ein Kinderschänder. 9 Jahre. Warum? Weil diese Menschen, die haben ein Bild im Kopf vom Fernsehen. Haben ein Bild im Kopf vom Fernsehen, wo sie die ganzen Geschichten hören. Jetzt in Österreich, was gerade passiert ist, ja, der sperrt seine Tochter ein im Keller, ja, hat dann 7 Kinder. Die werden alle mitvergewaltigt. Oder vor ein paar Jahren Dutroux in Belgien. Ja, die, oder Leute, die Kinder vergewaltigen und töten und so weiter. Und dann projizieren sie dieses Bild auf die Ehe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Aisha radiallahu anha. Und das ist total falsch, weil wir können diese zwei Sachen gar nicht miteinander vergleichen. Warum? Wir haben nämlich da einen Ausdruck. Wir haben das Wort in Deutsch Kinderschänder. Das haben wir oft in Deutsch, ja, das würde man in Arabisch Mut'af, Mut'af ilay nennen, dass wir zwei Wörter in einem Wort haben, dass ein Wort sich aus zwei Wörtern zusammensetzt. Das eine ist Kinder, das andere Schänder. Und dann fragen wir, was ist denn ein Kinderschänder, fragen wir. Ja, wir gucken erstmal, was ist ein Kind? Was ist ein Kind? Wir fragen erstmal, was ist ein Kind? So, dann werden wir sehen, ein Kind ist in der Biologie, was ist das in der Biologie? Vor der Pubertät. Laut Biologie ist ein Mädchen, das die Pubertät erreicht hat, kein Kind mehr, sondern eine Frau geworden. Richtig? Und laut Gesellschaft ist es unterschiedlich. Laut Gesellschaft ist es unterschiedlich. Ja, da, beispielsweise in England ist die Heirat ab 18 erlaubt, in Frankreich ab 17, in Deutschland ab 16, in Italien ab 15, in Holland ab 12. Was ist jetzt richtig? Alles Demokratie, oder? Was ist richtig? 18, 17, 16, 15, 14, 13? Was ist richtig? Wir sagen im Islam, richtig ist, eine Frau oder ein Mädchen kann heiraten, wenn es ihr keinen Schaden zufügt. Wenn es ihr keinen Schaden zufügt. La darara wa la dira. Wenn es ihr keinen Schaden zufügt, dann kann sie heiraten. So, und das ist etwas, worauf wir achten müssen. Das heißt, wir haben Kinder. Dann die zweite Sache ist Schänder. Was ist ein Schänder? Ein Schänder ist jemand, der jemanden vergewaltigt. Dann schauen wir uns die Ehe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Aisha ist einverstanden. Ihr Vater ist einverstanden. Ihre Mutter ist einverstanden. Die ganze Gesellschaft ist einverstanden. Juden, Christen, keiner beschwert sich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist einverstanden. Aber die Kuffar sagen heute, nee, jetzt akzeptieren wir den Propheten nicht. Was ist das? Tanakh, das ist ein Widerspruch. Subhanallah, wir haben doch hier in Europa immer dieses Schema, solange man einem anderen nicht wehtut, kein Problem. Solange man einem anderen nicht wehtut, kein Problem. Ja? Bist du kein Problem. Solange du ihm nicht wehtust, kein Problem. Beispielsweise hat jetzt einer in Deutschland, der hat mit seiner Schwester Geschlechtsverkehr gehabt und da sind Kinder rausgekommen. Da haben sie ihn erstmal ein Jahr eingesperrt. Jetzt geht er vor Gericht. Der sagt, hey, was sperrt ihr mich ein? Meine Schwester ist einverstanden, ich bin einverstanden, ja? Was wollt ihr von mir? Laut ihrem eigenen Schema können sie es nicht verbieten. Und subhanallah, jetzt das Gesetz in Deutschland wird geändert. Weil sie können das nicht von ihrem Schema, solange du einem anderen nicht dabei wehtust, einverstanden ist kein Problem. Ja? Wo ist das Problem? Im Islam ist es natürlich anders. Nur wenn sie sagen, guck mal, ihr seid verkehrt, der Prophet sallam hat Aisha geheiratet, wo sie jung war und hin und her. Dann sagen wir, hey, ihr sagt doch immer so schön, solange man keinem anderen dabei wehtut und jeder einverstanden ist, ist doch kein Problem, oder? Sie ist einverstanden, die Mutter ist einverstanden, der Vater ist einverstanden, die ganze Gesellschaft ist einverstanden. Aber wer ist nicht einverstanden? Ihr seid nicht einverstanden. Warum? Warum? Ich kann euch sagen, warum. Das liegt daran, weil ihr die Wahrheit nicht erkennen wollt. Weil ihr sucht eine Ausrede, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verwerfen. Und dann stellt ihr euch irgendein Kind vor, was im Kindergarten ist. Ja? Und sagt ihr, wie, das kann doch nicht sein. Erstmal, Mr. Schlau,
Du musst wissen, dass in der Biologie, dass sich oft Menschen groß voneinander unterscheiden. Und wir sagen, er hat sie mit 6 geheiratet und mit 9 die Ehe konsumiert. Ja, das sagen wir. Jetzt, wenn wir das sagen, dann sagt jemand, mit neun kann eine Frau nicht in der Pubertät sein. Nee, kann nicht? Okay, kein Problem. Erstens, dann sagen wir zu ihm, du musst dich etwas besser informieren. Du musst dich etwas besser informieren, denn auf der Welt kommen jedes Jahr Dutzende Kinder auf die Welt, die 10, 9. Vor ein paar Jahren war ein Kind mit 8,5 Jahren, hat sein Kind bekommen. 11 Kinder bekommen. Das heißt, du kannst nicht jeden am selben Maßstab messen, weil deine Tochter so ist, ja? Weil deine Tochter so aussieht mit 9, kannst du nicht auf andere schließen. Ich war jetzt dieses Jahr in Marokko gewesen bei meiner Familie und da kam die Tochter von meinem Schwager rein, also der Bruder von meiner Frau, die Tochter. 11 Jahre. Ich habe einen Schock bekommen. Ich habe die seit 4 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe einen Schock bekommen. Die ist schon richtig groß, subhanallah. Wie in Deutschland ein Mädchen mit 16 Jahren, subhanallah. Ja, das heißt, du kannst das gar nicht vergleichen. Aber okay, kein Problem. Dann sagt er immer noch, nee, ja, in Südamerika. Nee, ja, das Arazalter verändert sich. Dann, wenn ihr Bukhari akzeptiert, im Bukhari ist ein Bericht, dass damals ein Mädchen mit 21 Jahren Oma war. Wenn ihr den Bukhari-Bericht benutzt, um den Propheten anzugreifen, ja, dann müsst ihr auch denselben Bericht benutzen, dass ein Mädchen mit 21 Jahren oder eine Frau mit 21 Jahren Oma gewesen ist. Ja? So, und dann, nächste Oma mit 21. Dann, die nächste Sache ist, am 9.9.2003, ein, nennt man Sexualforscher, Norbert Kluge, sagt im Tagesspiegel in Deutschland, sagt er, dass im Jahr 2002 gab es in Deutschland, nicht in Afrika, wo man etwas früher in die Pubertät kommt, in Deutschland, wisst ihr wie viel? 20 Abtreibungen bei 10-Jährigen. Hä? Können die Pubertät nicht erreichen? 20 Abtreibungen bei 10-Jährigen. Und was sagt er? Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich größer. Bitteschön, das heißt, wir haben, das Kind ist schon mal weg und das Gender ist auch weg. Das heißt, das Thema hat sich in diesem Fall erledigt. So, die Sache ist also in diesem Fall ganz, ganz klar. Inshallah. Ana qultu lahum fi Almania wa ana takallamtu قبل سنة تقريبا ما واحد من المسمى مبشرين من النصارى ولكن هؤلاء ليسوا مبشرين بل مفسدين وممكن منصرين ويدللون الناس وقال محمد هو كندا شندا وأنا قلت له يعني كندا شندا هذا بلغة عربية مثل مغتصب الأطفال مثل ذلك مغتصب الأطفال وفي اللغة الألمانية توجد كلمات تتكون من كلمتين مثل كندر هذا يعني أطفال وشندر يعني مغتصب مثل في اللغة العربية يعني مدعف إليه تقريبا فأنا قلت شوف لابد بتحليل هذه الكلمتين لابد من تحليل متى يكون طفل يعني الإنسان طفلا متى يعني في نحن نقول إذا بلغ البلوغ مثلا جاء الحيض عند المرأة حتى لو كانت 10 سنوات هي بالنسبة البيولوجيكا امرأة وليست طفلة صح؟ والآن مثلا إذا قلت هذا لهم هم يقولون لا هذا لا يوجد كيف 10 سنوات وعند الحيض وكذا ما قلت سبحان الله في سنة 2003 في تاسع من سبتمبر في جريدة اسمها تاغسبيغل في ألمانيا قال اسمه نوربرت كلوغر هذا متخصص في هذا الموضوع قال
الإسقاط والجنين، تعرفوا الإسقاط والجنين؟ عند الأطفال، يعني أنا أقول الآن الأطفال، البنات في عمرها في عشر من عمرها 20، عدد 20. شوف إذا نحن نعرف يعني يقينا أن هناك يعني نساء يبلغن البلوغ وهم في عشرة من عمرهن، صح؟ إذن هذا لا مشكل. ثانيا هم يقولون مغتصب. ماذا يعني اغتصاب؟ الاغتصاب يعني بالإكراع، أنت تأخذ المرأة وتغتصبها، صح؟ شوف الآن نرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة موافقة، أبوها موافق، أمها موافقة، يعني كل الناس، المجتمع كلهم موافقون على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم موافق. وكيف أنتم تأتون الآن تقول لا 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 هذا الزواج لا يجوز؟ سبحان الله، هذا سخيف، هذا الكلام هذا سخيف. وأيضا يعني أشد أعداء للإسلام من هؤلاء؟ القريش في هذا الزمان، أليس كذلك؟ القريش في هذا الزمان كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظروا حتى أخطأ في شيء، صح؟ إذن لماذا لا أحد من قريش ولا أحد من اليهود ولا أحد من النصارى ولا أحد من المجوس في هذا الزمان قال هاي هو ليس بنبي، لأنه تزوج امرأة وهي يعني في تاسعة من عمرها؟ لماذا؟ لأن هذا كان عادي في هذا الزمان، خلاص. وهذا يعني من الحجج كيف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Ich sage diese Worte und bitte Allah um Vergebung für meine Sünden und für die Sünden der übrigen Muslime, sair Muslimin. Allahu Akbar. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عدوا علي بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, Alhamdulillah, wir haben gerade über einige Punkte in diesem Bereich geredet. Ich werde das heute Abend, inshallah, ich war auch jetzt nicht vorbereitet, das auf Arabisch zu machen, aber damit die Leute auch etwas profitieren, die jetzt aus den arabischen Ländern kommen, habe ich einige Sachen übersetzt. Was für uns jetzt wichtig ist, und das möchte ich nochmal betonen, was wirklich wichtig ist, und das ist etwas, was ich sehr vermisse, ist, dass man wirklich dieses Bewusstsein hat, den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigen zu wollen. Dieses Bewusstsein fehlt einfach. Und wallahi, wenn man sich anstrengt, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg anstrengen, die werden wir unsere Wege zeigen. Deswegen, wenn man sich wirklich anstrengt und etwas von der Religion erfahren will, glaubt es mir, Leute, wir können so viel bewegen. Schaut euch jetzt mal an in Deutschland, alhamdulillah, wie die Dauer vorangeschritten ist. Im Jahre 2004 haben die Deutschen gesagt, sind 1000 Leute zum Islam konvertiert. Im Jahre 2005 4000. Im Jahre 2006 14.000 und Tendenz steigend. Wie kommt das? Brüder, Schwestern, wir müssen uns verantwortlich sehen. Wir müssen uns verantwortlich sehen und jeder Atemzug von uns muss für diese Botschaft sein. Jeder Atemzug. Und wir haben beispielsweise eine Möglichkeit, wie wir das jetzt hier gemacht haben, um Missverständnisse aufzuklären. Vor allen Dingen jetzt in diesem Bereich, dass wir zum Beispiel heute eine Halle gemietet haben. Deswegen bin ich hier. Wir laden die ganzen Leute ein, die Kuffar, und die hören was vom Islam.
Und Alhamdulillah, wie viele Leute haben dadurch von etwas von Islam gehört? Nicht, weil wir so toll sind oder weil die den Bart mögen oder so, sondern weil sie einfach etwas bekommen haben von Wörtern, die ihre Fitra angeregt haben, die ihr Herz angesprochen haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir erstens anfangen, Wissen von der Religion zu bekommen und nachdem wir dieses Wissen haben, zu diesem Wissen aufrufen. Und das ist etwas, und zur selben Zeit, damit unsere Herzen nicht hart werden, brauchen wir was? Eine Dosis Ibadah. Und das ist etwas wie ein Handbuch, wie eine Nasiha, die Allah den Menschen gegeben hat in der mekkanischen Zeit. Und unsere Situation ist etwa ähnlich der mekkanischen Zeit. Wir haben dort Ikra Kum Kum. Ikra ist der erste Vers, der offenbart wurde. Und das ist eine Aufforderung für uns zu lernen von der Religion. Und das zweite ist Kum Fa'anwir. Ja, ayyuhal mudaththir kum fa'anwir. Das heißt, wenn du das, was du gelernt hast, musst du dann praktizieren, umsetzen und den Menschen beibringen. Und das dritte war, ja, ayyuhal muzammil kum al-layla illa qalila. O du Eingehüllter, stehe etwas von der Nacht außer wenig. Am Anfang war es Pflicht für die Muslime gewesen, im letzten Drittel der Nacht aufzustehen, ein Drittel der Nacht zu beten, in der Nacht, um ihr Herz zu stärken, um Nahrung für ihr Herz zu haben. Und diese sind ganz wichtige Punkte, die ich mir als erstes ans Herz lege und dann euch. Was wir in Deutschland beispielsweise jetzt gemacht haben, ist, wir haben Flyer gemacht. Für 550 Euro kann man 100.000 Flyer haben. Das heißt, man kann zum Beispiel Geld zusammenlegen und dann nimmt man sich diese Flyer oder da wird Werbung für die Internetseite gemacht und man macht sich einen Plan. Wir haben hier einen Stadtplan, Kharita, Lil Medina, und dann gucken wir jede Straße. Kullu Sharia. نَثَبُوا إِلَيْهِ وَنُوَزِّعُوا هَذِي دِيَعَيَاتِ. Und dann, glaubt es mir, die Wahrscheinlichkeit, dass, also ich tippe bei 100.000 Flyern, dass man mindestens 10 Leute dabei hat, die den Islam annehmen. Inshallah. Das ist mein Tipp. Das ist meine Schätzung, was unsere Erfahrung, die wir haben. Wir haben gesehen einmal, guck mal, wir waren bei einem Vortrag gewesen in Heidelberg. Da kam ein Mann, der ist 43 Jahre alt. Der kam und der hat erzählt, wie er zum Islam gekommen ist. Dann sagt er, ja, ich war eines Tages, bin ich nach Hause gekommen und habe einen Zettel gefunden für so ein Dukel Barit. Und ich habe dieser Internetseite besucht. Und ist dadurch Muslim geworden. Was passiert? Plötzlich ein Mädchen aus der Türkei fängt an zu weinen im Publikum. Warum? Weil die wusste, dass sie diejenige war, die diesen Zettel bei ihm in den Briefkasten geschickt hat. Stell dir mal vor, dieser Mann wurde von der Hölle gerettet. Und das ist nur eine Armbewegung für dich. Wir müssen mindestens bereit sein, dass wir solche Kleinigkeiten für den Islam machen. Anna Kultu, Hunayka Yani, يعني مثل النصيحة في القرآن الكريم بالنسبة لنا اقرأكم كم يعني علينا أن نتصلها بالعلم كما قلت يعني آنفا وهذه أول الآية من القرآن التي نزلت يعني من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا يعني هذا يدل على أن علينا أن نطلب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Also ich habe das eben nicht gesagt. Wer also rausgeht, um Wissen zu suchen, der ist auf dem Weg Allahs, في سبيل الله, bis er zurückkehrt. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. Wer einen Weg sucht, um dort Wissen zu erlangen, dem macht Allah den Weg ins Paradies leicht. Dem macht Allah den Weg ins Paradies leicht. ولذلك لا بد أن نطلب العلم العلم النافع حتى ندع في أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بعد طلب العلم علينا بإنذار الناس لأن بعد هذه آية نزلت الآية يا أيها المدثر قم فأنذر وماذا يعني قم فأنذر يعني يتو إلى الله يتو إلى توحيد وينذر عن الشرك ولذلك
هذا بعد ذلك بعد طلب العلم العمل. وفي نفس الوقت نحتاج إلى شيء لقلوبنا، وهذه زيادة من العبادة في الليل. أفضل شيء في الليل قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا كان في بداية بعثته واجب على كل مسلم، يعني الصلاة في الليل كانت واجبة على كل مسلم ومسلمة في بداية رسالته عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت ماذا نفعل والآن، يعني كيف نطبق الإنذار، كيف ندعو الناس. منا من يستطيع أن يتكلم، ومنهم منا من له نقود، ومنا من يقدر على أشياء مختلفة. وكيف يعني كيف نتعامل والآن على بر وتقوى؟ أنا قلت نحن والآن عندنا الآن دعايات، وأنت تستطيع أن تشتري هذا وتوزع هذا في شوارع هنا مثلا في النمسا. وأنا قلت يعني أنا رأيت ناس أسلموا بسبب هذا. أنا كنت مثلا في محاضرة في ألمانيا، وكان هناك واحد اسمه رشيد، هو 43 سنة، وهو جاء إلى أمامنا إلى أمام وتكلم عن قصته كيف أسلم. وقال في يوم من الأيام فتحت صندوق البريد ووجدت ورقة، وفي هذه الورقة عنوان إنترنت، عنوان الموقع، صفحة في إنترنت. وبعد ذلك يعني كنت فضوليا ودخلت الموقع ورأيت الأشياء وسمعت عن الإسلام، كنت مقنعا بعد ذلك وأسلمت. سبحان الله، في نفس الوقت بدأت يعني امرأة تركية بدأت أن تبكي. لماذا؟ لأنها عرفت أنها وزعت هذه ورقة وأدخلت هذه ورقة في صندوقه البريد. ولذلك إن شاء الله möge Allah uns von denjenigen machen, die die Menschen hier zum richtigen Weg aufrufen. Und möge Allah uns zu leuchtenden Beispielen machen für den Islam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aiz al-Islam wal-Muslimin wa akhthul al-Shirk wal-Mushrikin wa dammi adda'aka adda'adin. Allahumma ja'alna min al-Mukhlisin. اللهم إنا نسألك الإخلاص في قول والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أقيم السلام.